Brüssel, Europäischer Ausschuss der Regionen. Das WIFO-Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen hat gemeinsam mit der Südtiroler Landesvertretung in Brüssel eine Studientagung mit internationalen Experten veranstaltet. Brain Drain, Brain Gain, lokale und regionale Erfahrungen, dies ist der Titel der Veranstaltung, die dem Thema der Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte gewidmet war. Es ist eine wichtige Thematik. Wir verlieren ungefähr 1500 Jugendliche, die eine tolle Ausbildung haben, die willig sind, die bereit sind, sich zu messen mit anderen und die de facto auswandern bzw. nicht mehr zurückkommen. Das ist für eine kleine Volksgruppe oder eine kleine Bevölkerung wie in Südtirol, also Deutschsprache, Italienischsprache, Ladinischsprache, eine sehr hohe Zahl, 1500 pro Jahr. Das ist ein Thema, das grenzüberschreitend in Europaregionen mehrfach besteht. Und aus diesem Grund haben wir geglaubt, dass wir dieses Thema hier in Brüssel zur Diskussion stellen und sehen, wie können wir uns gegenseitig hier auch Erfahrungen austauschen. Verliert Südtirol hochqualifizierte Arbeitskräfte und wenn ja, in welchem Ausmaß und was sind die Gründe dafür? Dies die Fragen, denen die Experten der Veranstaltung auf den Grund gehen wollten. Wir haben im letzten Jahr eine Untersuchung gemacht zum Thema Brain Drain in Südtirol und haben festgestellt, dass pro Jahr etwa 1500 Südtiroler, zumeist hochqualifizierte Südtiroler, ins Ausland gehen und dort arbeiten. Und das ist natürlich für den Arbeitsmarkt in Südtirol problematisch, denn auch in Südtirol gibt es Fachkräftemangel. Und bei verschiedenen Veranstaltungen in Südtirol haben wir gesehen, dass andere Regionen in Europa dasselbe Problem eigentlich haben und schon seit sehr vielen Jahren Maßnahmen ergreifen, um gegen diesen Trend anzukämpfen. Da geht es hauptsächlich um Talent Attraction, heißt das. Also man versucht, junge, talentierte Menschen in die Region zu ziehen. Und deswegen sind wir hier nach Brüssel gekommen, um uns mit diesen Regionen auszutauschen und zu schauen, wie andere Regionen das machen, welche Lösungsansätze sie anwenden. In den letzten Jahren sind zwar zahlenmäßig mehr Personen nach Südtirol zugewandert als abgewandert, allerdings weisen die Zuwanderer im Schnitt ein geringeres Qualifikationsniveau auf als die Abwanderer. Südtirol kann auf dem internationalen Arbeitsmarkt mit einer hohen Lebensqualität, vielfältigen Freizeitangeboten und attraktiven öffentlichen Diensten zwar Pluspunkte aufweisen, die hohen Lebenskosten, das geringe Lohnniveau und fehlende Karrieremöglichkeiten stellen aber gleichzeitig große Hindernisse da. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist verbesserungswürdig, um dem Phänomen des Brain Drain entgegenzuwirken.